Hallo und herzlich willkommen beim Fila-Fuchs und der 7. Ausgabe von Fila History. Heute dreht sich alles um Freistempel. Hier sehen wir einen Brief vom 15.02.1990. Aber hey, Moment, da fehlt doch etwas. Richtig, die Briefmarke. Ganz genau. Statt einer Briefmarke besitzen diese Briefe einen mit einer Frankiermaschine aufgebrachten Wertstempel. Dieser kann als Absenderfreistempel direkt von den Firmen selbst oder als Postfreistempel von den Postunternehmen stammen. Die Frankiermaschinen haben dazu ein Zählwerk, natürlich gegen Manipulation gesichert, wovon die Zahl der frankierten Briefe und des zu entrichtenden Portos abzulesen ist. Dieses System wurde später durch für Firmen aufladbare Guthabenkarten abgelöst. Freistempel bieten sich als Sammelgebiet innerhalb der Philatelie also wunderbar an, um Firmengeschichte, hier am Beispiel der belgischen Fluglinie Sabena, Portotarife und die Automatisierung des Postwesens generell darzustellen. Ist dieses Sammelgebiet auch etwas für euch? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Fila Fuchs.